Herzlich willkommen zurück zu Memoria mit Arezo. Ich bin Arezo. Das hier ist ein DSA-Spiel, das habe ich vergessen anzusagen beim Titel. Und wir touchen mal das an, was die Prinzessin, die wir momentan statt Geron spielen, für Blut hält. Das fasse ich nicht an. Es sieht klebrig aus und giftig. Du hast gesagt, es sieht aus wie Blut. Es sieht aus wie Blut. Männer, okay, Blut ist auch ein bisschen klebrig, aber... Der Weg der Willkür ist nicht mein Weg. Meiner aber. Okay, gucken wir mal, ob wir den Kristall darauf packen können. Besser nicht. Gut, kannst du da was damit anfangen? Mit dem Almandin wäre es, als gebe ich mein Leben fort. Ich werde es erst tun, wenn der Tod unausweichlich wird. Aber du wirst es tun, okay. Oh, wir haben doch noch andere Dinge. Ein Arm! Die Wächter sind zerbrechlicher, als sie aussehen. Haltet euch von den Wächtern fern, Prinzessin. Selbst ihre abgetrennten Glieder haben noch Leben in sich. Okay. Ein fein gearbeiteter Zierbogen mit Schnörkeln und Mustern. Hier sind Einkerbungen. Schriftzeichen? Könnt ihr sie lesen? Nein, es sind nur Einkerbungen. Weiter nichts. Okay. Haben wir noch was? Säulen, Wächter, Arm, Grabeingang und Zierbogen. Gut, versuchen wir es da mit dem Rubin. Das wird niemals gehen. Gut, dann nicht. Haltet Abstand. Wir wissen nicht, was sich hier sonst noch verbirgt. Die Tür ist von einer dicken Kruste bedeckt. Oh, Moment. Wir können zurückgehen, eventuell. Seid ihr lebensmüde? Ihr habt gesehen, was da draußen für Kreaturen herumlaufen. Ja gut, dann nicht. Oh, doch. Wenn so die Prinzessinnen in diesem Land sind, dann möchte ich nicht die Könige erleben. Keine Sorge, das werdet ihr nicht. Dem letzten Kalifen von Fasar wurde vor 5 Monaten bei lebendigem Leibe die Haut abgezogen. Bei einem Tyrann? Ja, wie alle Herrscher in dieser Stadt. Außerdem... Was? Habt ihr die Tätowierung auf ihrem Arm gesehen? Ich glaube, es ist das Zeichen Malakars. Sie ist eine direkte Nachfahrin. Wir haben die Ur-Ur-Urenkelin eines verdammten Magier-Mogul-Monsters in dessen Grabkammer mitgenommen? Seid ihr noch bei Trost? Sie ist ein guter Mensch. Vertraut mir, wir werden sie bald brauchen. Soll ich mit meinem Großvater verhandeln dann, oder was? Da haben wir noch einen Wächter. Er war schon so, als wir herkamen. Wer weiß, ob wir sonst gewonnen hätten. Hey, wach auf! Kannst du mich hören? Du tust mir leid mit deinen gebrochenen Beinen. Es ist sehr einsam hier unten. Aber einen Schritt näher und wir brechen dir auch noch den Hals. Wie gemein. Eine große Hand. Weiter nichts. Okay. Das Erbe dieser Hände hielt mich mein Leben lang gefangen. Doch heute werde ich mich endlich befreien. Oh, Kasim, du wirst noch bereuen, was du mir angetan hast. Gut, sie hat eine Rachemission und sie weiß wahrscheinlich, gut, dass sie eine Nachfahrin Malakars ist. Ich muss da rein und die Waffe finden, sonst war alles umsonst. Der einzige Weg hinein oder hinaus ist die Tür. Okay. Um das Rückgrat des obersten Wächters zu brechen, hat der Magier den Ohrschmuck des Moguls zu Fall gebracht. Doch für Harun kam jede Hilfe zu spät. Ich nehme an, um das zu verstehen, müsste ich die Geschichte kennen. Und wenn wir die ganze Grabkammer zertrümmern müssen, ich werde triumphieren. Es heißt, ein uraltes Wesen lebt in diesen Hallen. Es hat 2 Pferdebeine und eine smaragdene Lanze und jagt damit jeden Grabräuber bis an das Ende seiner Tage. Wenn wir es in die Schlacht schaffen, ist das ja nicht mehr lang. 2 Pferdebeine, Ich habe es nicht verdient, zurückzukehren. Nicht ohne die Maske. Ich meine, ein Satyr hätte 2 Pferdebeine. Oh, da ist unser anderer Gefährte. Aufgespießt mit seiner eigenen Fackel.
Warum Was hatte für der, ein unwürdiger Tod. Warum hatte der so eine riesige Fackel? Es würde zu lange dauern, ihn runterzuholen. Die Zeit rennt uns davon. Er war ein Tollpatsch. Aber er hatte den Verstand, an Dinge zu denken, an die wir nicht dachten. Was auch immer er bei sich trägt. Es könnte uns helfen. Dann Zeit für eine kleine Plünderung. Sie hängt genau außer Reichweite. Ah, das dürfte helfen. Das war Haruns Dolch. Jetzt ist es meiner. Okay, das war einiges und das liegt jetzt da unten. Was haben wir da hinten noch? Er ist so groß und doch haben wir ihn erst so spät gesehen. Ich kann nicht glauben, wie dumm wir waren. Okay, der war also auch ein Gegner. Bastard. Das weißt du nicht. Ein weiterer Wächter. Wir konnten ihn nicht töten, daher mussten wir ihm die Beine abschlagen. Das heißt, er lebt noch? Du erinnerst mich an die Palastwachen, die ich einst kannte. Doch anders als sie warst du von vornherein gegen mich und fielst mir nicht erst später in den Rücken. Danke. Irgendwie. Die scheint so ein bisschen eine Obsession mit ihrer Vergangenheit zu haben. Dahinter liegt die Grabkammer. Wenn ich sie nur irgendwie einreißen könnte. Hast du ein bisschen TNT? Dahinter liegt der Grabeingang. Okay. Die Reste des kolossalen Ohrschmucks. Erst das hat der Kreatur den Rücken gebrochen. Der Krieger kann noch so viel rumtönen. Am Ende hat uns der Magier den Hals gerettet. Ah, da liegt unser Krams. Das ist unser Weg hierher und unser Weg zurück. Unser Seil. Wenn wir die Wächter von der anderen Seite nur schon bemerkt hätten. Wäre hilfreich gewesen, ja. Jetzt hör dich nur an. Wie jämmerlich du doch bist. Harun musste sterben. Wir müssen alle bereit sein zu sterben. Er musste sterben. Das ist der Tribut, den wir zollen müssen, um größer zu werden als unser armseliges Dasein. Ich meine, okay, er musste bereit sein zu sterben, meinetwegen, aber er musste sterben? Hast du ihn getötet? Auf keinen Fall. Das ist unser einziger Weg zurück. Gut, ich wollte ja nur wissen, was du davon hältst. Alkohol, Bürste und Verband. Ein Verband für einen Krieger, das wäre doch schon mal was. Harun hatte die Augen meines Vaters. Jetzt weiß ich auch woher. Harun liebte Pferde. Mehr als sie ihn. Pferde und Frauen. Ich mochte ihn trotzdem irgendwie. Eine Rolle Verband. Gut. Das ist doch schon mal was. Mit der Bürste können wir eventuell die Tür reinigen. Und den Verband können wir eventuell für den Krieger verwenden. Du blutest. Ich brauche keinen Verband. Meine Kampfeswut macht den Schmerz erträglich. Beeindruckend. Baba. Nee, ist ja DSA, nicht D&D. Wo ist denn die Bürste? Da war sie doch. Tretet beiseite. Berührt auf keinen Fall die Tür. Gut, dann müsst ihr das machen. Was soll das? Es gibt keinen verborgenen Mechanismus. Die Tür ist einfach nur verdreckt. Bürstet sie ab und ihr findet euer Schloss. Hm? Ich überlege, das in eine Kampagne zu übernehmen. Für Dungeons & Dragons. Trete zurück. Skarabäus. Die sechs Beine öffnen die sechs Riegel. Und ein da fehlt, oder? Worauf läuft's hinaus? Bei allen zwölf Göttern. Es läuft ja hervorragend. Entspann dich.
Ich weiß, du willst nur helfen, aber ich schaff das schon allein. Wir müssen es kleben. Nun ja, wir haben das klebrige Blut hier hinten. Vielleicht ein Stück vom Verband, um das festzukleben? Ich sehe keinen Zusammenhang. Gut, dann nicht. Das fasse ich nicht, es sieht klebrig. Ja, klebrig ist aber gut in diesem Falle. Ich kenne ihn erst seit... Ich versuche, die Käferteile ineinander zu schieben, aber es geht nicht. Sie halten nicht. Gib mal her, dann kann ich das da in den Klebstoff tunken. Welcher Kerkermeister versieht ein so kompliziertes Schloss mit einem so zerbrechlichen Schlüssel? Okay, können wir das hier reinfüllen? Das führt doch zu nichts. Okay. Ein bisschen von dem Kleberzeug auf den Dolch. Jetzt ist die Klinge klebrig. Gut, dann können wir das dort reinspateln. Davon brauche ich kein Stück. Das war nicht die Frage. Hier, kleb damit das Bein. Perfekt. Komme ich auf meinen Dolch zurück? Es ist soweit. Seht ihr die leuchtende Inschrift, Alric? Ur-Tulamidia ist eine tote Sprache, die nur noch von wenigen gesprochen wird. Von noch weniger, seit die geistigen Führer dieser Stadt zusammen mit ihrem Kalifen hingerichtet wurden. Man muss gebildet sein, um diese Schrift zu lesen. Gebildet wie ein Kind aus gutem Hause. Gebildet wie die letzte Prinzessin von Fasar. Allein darum haben wir euch mitgenommen. Nun sagt mir, was ist die Antwort des Rätsels auf der Kammer? Na, dann lesen wir doch mal. Die Götter stehen mir bei. Was? Was lest ihr? Das kann ich euch nicht verraten. Es würde zu viel verändern. Hey. Dafür haben wir sie mitgenommen? Ich verstehe das nicht. Prinzessin? Prinzessin? Wo seid ihr? Bei den Zwölfen ist das dunkel. Ich bin hier drüben. Ah! Oh. Passt beim Verlassen auf den Käferschlüssel auf. Er liegt mit der Tür auf dem Boden. Wenn ihr zerbricht, sind wir hier eingesperrt. Was ist das für ein Geruch? Tote. Alric, kommt nicht rein! Hier ist Gas in der Luft. Leuchtet mit der Fackel vorsichtig durch die Tür, aber bleibt draußen. Und keine Zauber! Fremde Astralenergie könnte eine Falle in diesem Raum auslösen. Seid vorsichtig, wo ihr hintretet, Prinzessin. Schwierig ohne Licht. Wenn ihr einen Weg wisst, wie man ohne Feuer und ohne Magie Licht macht, dann sagt es. Elektronik. Ein Räucherstäbchen. Es riecht würzig. Und süß. Das ist bestimmt magische Myrrhe. Ihr als Tochter eines Kalifen müsst das doch kennen. Mein Vater mochte keine schönen Dinge. Das ist traurig. Sie ist leer. Ah! Oh. Ich habe mir die Hand aufgerissen. Der Haken ist bereits voll mit meinem Blut. Okay. Ist das gut oder nicht? Ich meine, eventuell könnten wir damit was opfern. Er ist überzogen mit meinem Blut, weil ich zu dumm bin, im Dunkeln aufzupassen. Hier, wir verbinden's. Der Verband ist jetzt voller Blut. Toll. Eine Rolle Verband. Das ist mein Blut. Das kannst du nicht genau sagen. Das müssen wir erst ins Labor schicken. Da ist irgendwo ein kleiner Spalt in der Wand. Mit den Händen bekomme ich ihn nicht weiter auf. Und selbst wenn, käme nicht genug Licht herein, um die ganze Kammer zu erleuchten. Ich muss anders Licht machen. Wir hätten etwas, das eventuell als Prisma dient. Nein. Dunkelheit. Das Licht der Fackel reicht nur bis hier.
Ihr sagtet einst, die Maske sähe nicht aus wie eine Maske. Nein, sie hat die Gestalt von zwei Tentakeln mit Kinderhänden. Im Ernst? Aber gut. Dann ist das hier wirklich nur eine dreckige Silberschale. Tja. Jetzt ist es meine dreckige Silberschale. Kann ich die hier mit dem Lichtspalt kombinieren, um das Licht zu umzulenken? Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Nee, offenbar nicht. Haben wir hier noch irgendwas? Eine Ringhalterung. An der Säule hängt ein Ring. Offenbar ließ sie sich einst verschieben. Sie ist viel zu schwer, als dass ich sie bewegen könnte. Okay. Wir haben ein Loch. Sieht aus, als hätte sich etwas durchgefressen. Das klingt nicht gut. Das klingt gar nicht gut. Das ist kein Ausweg. Tja, es ginge nur nach draußen. Das hier vorne sieht aus wie eine Leiche, aber ich bin nicht ganz sicher. Wir packen das Blut hier mit rein, als Opferschale und so. Cool. Ich habe meine Lektion gelernt. Nichts und niemand verwundet mich zweimal. Okay. Jetzt konnten wir das mitnehmen. Eine Schale mit meinem Blut. Ich bin sicher, das ist sinnvoll, irgendwie. Den Verband, um das zu ziehen, ich bezweifle es. Das führt doch zu nichts. Genau, meine Reden. Eventuell könnten wir das hier, die Schale, runterlassen. In der Schale ist bereits ein Stück Verband. Okay, dann nicht. Aber versuchen wir es mal so. Ich weiß nicht einmal, wo... Ja, dann nicht. Als ob ich damit mehr sehen könnte. Ja, eher nicht, ne? Sie ist überzogen von... Hoppala. Sie ist überzogen von Spinnweben und Staub. Kann ich das hiermit sauber machen? Der trockene Verband verwischt den Dreck nur. Aber ich habe Alkohol. Gut. Aber ich brauche noch etwas, um den Alkohol zu verreiben. So. Eine Rolle ver... Ja, okay, ist gut. Er riecht nach Pflaumen. Pflaumenwein. Das sollte reichen. Sie strahlt jetzt wieder. Falls wir hier eine Medusa haben, sind wir vorbereitet. Und ansonsten... Mit den Händen bekomme ich ihn nicht weiter auf. Und selbst wenn, käme nicht genug Licht herein, um die ganze Kammer zu erleuchten. Ich muss anders Licht machen. Da ist irgend... Hoppala. Wie packt das Räucherstäbchen rein? Nein, das ist es nicht. Na gut, dann nicht. Eine Schale mit meinem Blut. Es riecht würzig. Und süß. Sie strahlt jetzt wieder. Tja. Den Magier habe ich da drin auch nicht mehr gesehen. Er ist ein guter Kämpfer, aber er hat es nicht... Besser, ihr bleibt mir fern. Gern. Okay. Habt ihr etwas gefunden? Ja, ich glaube hier. Aber ich muss es sehen, um sicher zu sein. Ja, ich versuche mich drum zu kümmern. Können wir das hier reinpacken, damit das Licht reflektiert wird? Das bringt mich nicht weiter. Offenbar nicht. An der Säule hängt ein Ring. Offenbar ließ sie sich einst verschieben. Ja, aber was jetzt? Er schimmert wie ein Dolch im Dunkeln. Ein Anblick, den ich viel zu gut kenne. Ich habe meine... Nichts und nie... Nee. Bei denen. Oh Gott. Hat der ist mich erschrocken? Sie das? Ja. Ja, das ist sie. Die Maske von Malakar. Damit werden wir die Schlacht gegen die Dämonen ein für alle Mal schlagen. Okay. Ayal, ein Wächter. Schon wieder. Bewacht die Tür. Wenn der Käferschlüssel beschädigt wird, sind wir hier eingesperrt. Das klang nicht gut. Oh oh.
Oh oh. Feuerball auf den kurzen Bereich, das ist nicht gut. Na los, Yalla. Töte mich. Mein Leben ist ohnehin nicht viel wert. Schwächling. Ich denke, der Magier hat nicht überlebt. Wir haben hier ein paar Dinge gehabt jetzt schon. Dieses Shabib ist, glaube ich, ein Wort, das ich schon gehört habe. Dieses Yalla, definitiv. Die scheinen einfach für Sprachen anderer Völker tatsächlich Sprachen von der Erde genommen zu haben. Ich meine, kann man machen. Macht es ein bisschen weniger Fantasy-mäßig, meiner Meinung nach, aber ich meine, es ist irgendwie naheliegend, damit man eine Welt schnell bevölkern kann und dann eben dort eben Geschichten drin erzählen kann. Also, ich kann sehen, warum man es macht. Ich habe aber irgendwie eine gewisse Abneigung dagegen. Gut, also. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, wir bleiben hier bei der Prinzessin. Ich bezweifle, dass wir lange bei ihr bleiben werden, weil das hier ist ja nur die Vision jetzt. Also der Anfang des Traums, ich habe vergessen, wie er hieß. Der Kerl, mit dem Geron geredet hat, ihm gesagt hat. Aber vielleicht ist das ja so. Ich habe mal irgendwann einen Point-and-Click gespielt, bei dem man hin und her gereist ist zwischen Zukunft und Vergangenheit. Vielleicht ist es hier ähnlich, bloß dass man eben nicht als die gleiche Person reist, sondern zwischen den Charakteren wechselt. Wer weiß, ich meine, wir haben diese Maske hier und vielleicht kann die merkwürdige Dinge machen. Gut, also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.